Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Folge Planet Coaster. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. So, ich präsentiere dir heute Casey Jr. The Dumbo Movie Coaster aus dem Steam Workshop. Download-Link findest du natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Erstellt wird das Ganze von Riddler Revenge 75, hat aktuell 0 Sterne, weil nicht genügend Bewerter vorhanden sind und wurde am 19. November 2017 hochgeladen. So, es handelt sich vermutlich, ich vermute das einfach mal aus dem Namen heraus, um den Film Dumbo. Dumbo ist ja dieser kleine, süße Elefant mit diesen riesen Ohren, ne, der damit irgendwie fliegen kann. Das ist so ein bisschen skurril, wenn man drüber nachdenkt im Nachhinein, aber irgendwie war der Film süß. Irgendwie war der Film echt süß. Auf jeden Fall, da bin ich jetzt mal gespannt, wie das hier umgesetzt wurde oder beziehungsweise was uns da alles präsentiert wird. Und wir werden diese Bahn einmal im Hellen fahren, einmal im Dunkeln fahren. Im Hellen werde ich natürlich nichts sagen und im Dunkeln werde ich natürlich wieder sagen, was mich gestört hat oder beziehungsweise was ich gut fand. Und während der Fahrt tratschen und quatschen. So, auf jeden Fall schauen wir mal uns hier ein bisschen um und was fällt uns als erstes auf? Genau, Fire Jump. Also wir springen durch Feuer. Da bin ich echt mal drauf gespannt, wie das hier umgesetzt wurde, weil, ne, Holz und Feuer, nicht so eine gute Mischung. Und dann haben wir hier ein Karussell, was nebenbei noch platziert wurde. Finde ich aber okay, ne, dafür, dass das soll ja wahrscheinlich so eine Art, ja, Kirmesattraktion oder beziehungsweise ein Jahrmarkt darstellen. Nicht Kirmesattraktion, eher ein Jahrmarkt darstellen oder ein Kirmes oder sowas. Und obwohl Kirmes und Jahrmarkt ist ja dasselbe, nur in unterschiedlichen Regionen wird das unterschiedlich benannt. Ist genauso wie Karneval und Fasching. So, dann gucken wir mal ein bisschen weiter. Dann haben wir hier, oh, das sieht aber geil aus. Das sieht echt geil aus hier mit dem Wasserverlauf und alles, mit diesen Wasserröhren. Sehr geil, gefällt mir richtig gut. Da bin ich noch nie, oder beziehungsweise das habe ich schon mal gesehen, aber das habe ich noch nie eingesetzt bei mir im Park. Vielleicht sollte ich das mal machen, weil ich bin da echter Fan von und das gefällt mir richtig gut. Ich glaube, das sollten wir irgendwann mal so platzieren. In irgendeinem Themenbereich. Vielleicht im Dschungel. Zwinker, zwinker. So, dann gucken wir mal ein bisschen weiter. Dann sehen wir hier den Streckenverlauf. Der ist wieder so ineinander verschachtelt. Gefällt mir sehr gut. Dann sieht man, dass die Strecke aber auch im Berg verschwindet. Okay. Oh, da bin ich echt mal gespannt. Da freue ich mich schon drauf. Aber so wie ich gesehen habe, ist das der gleiche Zugtyp wie die letzte Folge, ne? Ich glaube schon. Ich bin mir noch nicht 100% sicher. Ich habe den Zugtyp noch nicht gesehen, aber die Schienen. Und die Schienen sehen wirklich identisch aus wie in der letzten Folge. Also nicht vom Verlauf her, doch die eine Kurve sah genauso aus. Ha, genau, der hat abgeguckt. Und wir gucken mal ein bisschen weiter. So, dann haben wir hier, okay, da haben wir ein paar Jahrmarktwagen oder Kirmeswagen, je nachdem, wie man es benennen möchte. Dann hast du hier ein Jahrmarkt- oder Kirmeszelt. Alter, das ist so kompliziert. Jahrmarkt oder Kirmes. Ich einige mich auf Kirmarkt. So, Kirmarkt. Okay, dann gucken wir hier weiter. Okay, dann, das sieht auch geil aus, ne? Mit diesen Stützen hier, mit diesen Holzstämmen. Sieht sehr geil aus, wirklich. Gefällt mir sehr gut. Dann haben wir hier eine relativ enge Kurve. Da bin ich mal gespannt. Aber ich glaube, da wird vorher Geschwindigkeit rausgenommen. Tippe ich jetzt einfach mal. Dann haben wir hier wieder eine Brücke. Ich bin ja totaler Fan von Brücken und ich habe ja auch öfters gesagt, ich bin auch Fan davon, wenn die Achterbahnen unter den Brücken fahren oder beziehungsweise unter den Gästen. Das gefällt mir immer richtig gut. Da bin ich mal gespannt, ob das hier auch umgesetzt wurde. Das habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Und dann sind wir aber auch schon wieder am Anfang. So, was haben wir da? Casey Jr. Okay, Casey Jr. Hieß der Zug nicht so in dem Film? Hieß der nicht Casey Jr.? Ich bin mir jetzt nicht gerade 100% sicher, aber ich würde das daraus auch ableiten, weil ja hier auch ein Zug ist. Ich bin mir gerade echt nicht 100% sicher, ob das wirklich ob der Zug oder das Zirkuszelt Casey hieß. Aber ich meine der Zug, ne? Der Zug hieß Casey Jr. Ich bin mir jetzt gerade nicht 100% sicher. So. Ich war gerade die Musik am genießen. Wo gehen wir denn hier rein? Hier ist, glaube ich, der Eingang, würde ich sagen. So, dann gehen wir mal hier rein. Dann diese Pfeiler oder beziehungsweise diese Stütze wären natürlich nicht da, wenn der Weg hier wäre. Wird ja nicht gespeichert im Blueprints, habe ich ja schon öfters gesagt. So, dann müssen wir hier hoch. Und dann sehen wir einen Ausgang. Und wir sehen, dass wir wieder falsch gelaufen sind. Dann müssen wir mal wieder zurück. Dann gehen wir hier rum. Und dann müssen wir uns mal einen anderen Eingang suchen. Ich glaube, der war auf der anderen Seite, wo der Zug war. Warte. Ich scroll da mal kurz hin. Zug. Wo ist denn der Zug jetzt schon wieder hin? Ah, da. Da ist der Eingang. Siehst du, da ist auch ein schönes Eingangstor.
Casey Jr., The Coaster. Hieß der Zirkus Casey Jr.? Ich bin mir jetzt gerade echt nicht sicher. Man kann das aus beiden ableiten, ne? Ja, Casey Jr. hieß der Zug. So, ich hab das Rätsel gelöst. Alleine, ganz alleine habe ich das gelöst, das Problem. Das Rätsel. So, dann gucken wir weiter. Ich mag das auch, dass die Zäune hier, oder beziehungsweise die Holzlatten, unterschiedliche Farbe haben. Finde ich sehr geil, gefällt mir sehr gut. Dann gehen wir hier rum. Dann müssen wir. Okay, das ist jetzt sehr simpel, dieser Wartebereich. Was mir auch wieder gut gefällt, wie ich auch schon öfters gesagt habe, dass die Boxen hier draußen stehen. Das gefällt mir sehr gut. Dann müssen wir hier hoch. Dann machen wir hier einen 180-Grad-Turn. Dann machen wir hier einen 90-Grad-Turn. Und dann... Geil! Dann gehst du ja auch noch durch Felsen. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Also der Wartebereich macht schon mal Pluspunkte auf jeden Fall. Dann haben wir hier eine Stütze. Okay, wofür ist die? Damit das Geröll wahrscheinlich nicht einstürzt. Dann gehen wir weiter. Und hier siehst du einen Teil der Strecke, die dann hier vorbeirast. Geil. Okay, und dann sind wir schon am Eingang. Alles klar. Dann können wir nämlich hier rein und dann 1, 2 oder 3. Wenn du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Ich werde... Ja, es ist der gleiche Zugtyp. Ich werde natürlich... Boah, die Musik ist so geil. Die ist so episch. Ich werde... Aber, wie in der letzten Folge auch, mich im zweiten Waggon hinsetzen, weil der erste Waggon nicht so viel Sicht hat, wegen dem ja, massiven Zug da vorne. So, ich drücke jetzt einfach mal auf Test, Fahrtkamera und dann Wagen 2. Und jetzt müssen wir natürlich warten, dass unsere Freunde wieder einsteigen. Die brauchen ein bisschen, ne? Die sind nicht mehr die schnellsten. Die sind schon etwas länger hier im Park und sind halt müde. Und dann brauchen die halt ein bisschen Zeit, bis die hier zur Achterbahn gelaufen sind und dann endlich einsteigen. Sie ist jetzt gleich, dann sind die aber instant drin. Pass auf. Das ist der Remix. Okay. So, und da sind sie, unsere Freunde. Oh, die Musik ist so geil. Die gefällt mir echt. Achso. Thank you.
Ich glaube, wir sind an der Station. Mir fehlen so ein bisschen die Worte. Ja, da wirst du noch mal ein bisschen nass gemacht. Nein, der Zug wird abgekühlt, ne? Der hat so ein heißes Rennen sich gerade geliefert. Und deswegen muss er abgekühlt werden. Mir fehlen so ein bisschen die Worte. Aber das ist nicht böse gemeint, sondern eher, ich habe damit teilweise echt gar nicht gerechnet. Ich habe da echt nicht mit gerechnet. Also, was war das? Das ist noch nicht mal böse gemeint, echt nicht. Was war das? Ich mach mal in den Nachtmodus. So. Alter. Also, ganz ehrlich, ich fand die richtig geil. Ich fand die mega, die Bahn. Was war das? So, Beleuchtung. Was war das? So, die Beleuchtung sieht geil aus, oder? Die sieht mal richtig, richtig fett aus. okay. Auch vor allem die verschiedenen Farben gefallen mir sehr gut, ne? Hier ist grün, da ist blau, da ist lila. Gelb ist hier drin, rot. Also alle Farben, die es, glaube ich, gibt auf dieser Welt, wurden hier irgendwie eingesetzt. Was war das? Ich fahre jetzt die Bahn im Dunkeln. Ich freu mich da echt gerade drauf. Was ich geil fand, war 2 Lift-Tilts. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich hatte gedacht, da wäre nur einer. Dann, dass die Bahn so oft sich kreuzt, haben wir ja ein bisschen gesehen, aber nicht so dermaßen oft. Was ich wohl negativ fand, war, dass wir 1, 2, 5, 8, 10 Sträucher auf einmal im Gesicht hatten. Aber ganz ehrlich, was war das? Nein. Ganz ehrlich, ich finde die Bahn geil. Ohne Mist, ich freue mich jetzt gerade auf die Nachtfahrt, aber so was von. Ich spule ein bisschen vor. So. Auf jeden Fall, dieser eine Tunnel, wo dann diese Jellybeans da waren, war mega, fand ich. Oder? Der Lift Hill? Also hier mit den Lollipops. Was ist das? Aber ist egal. Gefällt mir. Der Lift Hill hier ist sehr geil gemacht worden. Mit diesen Holzplanken oben drüber. Gefällt mir sehr gut. Wirklich. Was war das? Da hast du zum Beispiel einen Strauch im Gesicht gehabt. Ist egal. Ganz ehrlich, diese Bahn gefällt mir. So skurril das auch klingt. Sehr bunt hier alle. Übrigens, da war eine Achterbahn. Hast du das gesehen? Diese Stahlachterbahn, die war da verbaut. Musste man drauf achten, da ist hier dieser Tunnel. Boah, Alter. Das war vorher nicht so beleuchtet, so bam, 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 bam. Das hat man nicht gesehen. Wir fahren da gleich nochmal durch. Diese Stahlachterbahn war da verbaut, oder? Aber die kann man nicht fahren. Also, mega. Ganz ehrlich, ich habe da mit allem gerechnet, aber nicht mit so einer geilen Bahn. Ich bin echt begeistert bis jetzt. Das wird sich, glaube ich, auch nicht ändern. Man kriegt ja nichts Gravierendes ins Gesicht, ne? Das sind so ein paar Ohrfeigen. Hier auch, dass du so schräg an den Baumstämmen vorbeifährst, finde ich geil. Geil. Also einfach nur, teilweise war ich echt sprachlos und fasziniert. Ich steig mal hier aus, ne, Kollege? Du verrätst mich nicht, wenn ich jetzt hier kurz aussteige. Geil.
Dass die Bahn an einem so hier vorbei drunter herfährt, finde ich geil. Du verrätst mich nicht, wenn ich jetzt hier aussteige, ne? Ich warte kurz. Du hast nichts gehört. Halt mal die Ohren zu. So, wir sind da. Endstation. Ich frage nochmal kurz, was war das? Nein. Pass auf, folgendes. Ich bin mega begeistert von dieser Bahn. Der Kehrmarkt wurde richtig geil umgesetzt, weil auf dem Kehrmarkt ist es ja immer so, dass es saubunt da ist, ne? Und total, total skurril war es früher so. Heute sind mehr so richtig Hightech-Attraktionen. Aber früher war das so, ne? Das, wie hießen die nochmal? Gaukler und Ganoven nenne ich sie jetzt einfach mal. Dass die dann auf dem Kehrmarkt so, ja, sich präsentiert haben. Ne? Dann war ja zum Beispiel auch damals immer dieses Haus der skurrilen Gestalten oder was weiß ich, was da alles damals gab. Und das wurde sehr gut umgesetzt, finde ich. Und auch mit Kirmeszelten und alles, also sehr geil. Also mir gefällt das richtig gut. Und ich würde dieser Bahn sogar mehr als 5 Sterne geben. Das ist einfach so. Aber mein Maximum ist 5 Sterne. Und deswegen gebe ich dieser Bahn 5 Sterne. Ja, wer hat's kaum, das war kaum zu glauben, ne? Das war kaum zu erwarten. Und ich bin echt begeistert von dieser Bahn. Es ist ein Highlight für mich gewesen, finde ich. Wenn du anderer Meinung bist, darfst du natürlich das gerne in die Kommentare schreiben. Und oder hier oben auf ein i klicken, da kannst du meiner Bewertung zustimmen oder ablehnen. Ansonsten, vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Kurze Frage, was war das?